Monatsübersicht. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ja, schon zum dritten Mal in diesem Jahr sehen wir uns zu meiner Monatsübersicht wieder. Ja, ich habe in diesem Monat wieder doch mehr zusammengetragen, als mir lieb war. Also mein Geldbeutel weint bitterliche Tränen und es ist für diesen Monat leider auch noch nicht das Ende. Es werden noch ein paar Werke kommen, die erscheinen aber teilweise erst am Ende des Monats oder sind teilweise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und daher präsentiere ich euch schon einmal, was bis jetzt zusammengekommen ist. Ja, man sagt ja immer, man soll grundsätzlich bei irgendwelchen Besprechungen, bei Kritiken und so weiter mit den positiven Dingen anfangen. Ich mache das in diesem Fall nicht. In diesem Fall möchte ich gleich mit dem einzigen negativen Ding anfangen, um es halt eben vom Stapel zu haben und nicht mehr daran denken zu müssen. Und zwar geht es um diesen Band, Carmen. Das ist ein schönes, großes Teil, was wundervoll aufgemacht ist. Ein Hardcover-Format aus dem Hause Crosskult. Wir haben ungefähr DIN A4 Größe, alles wirklich schön als Hardcover eingebunden. Das Ganze liegt bei über 35 Euro. Und das ist eine Sache, auf die ich mich schon extremst lange gefreut habe. Allerdings bin ich bei diesem Band sehr, sehr enttäuscht worden. Vielleicht bringe ich das auch nochmal in einer separaten Besprechung im Rahmen eines Matt-Magazines. Aber ich möchte das jetzt erstmal vom Stapel haben, weil ich über die Maßen enttäuscht war. Wir haben hier eine recht ordentliche, aber sehr unbefriedigt geschriebene Story. Von der Grafik her ist das Ganze wirklich sehr schön, sehr überraschend, sehr frisch. Nur das war es auch schon, weil in diesem Werk wird sich auf übelste Weise am Werk von Neil Gaimans Death beispielsweise bedient. Und wir haben hier einen derartig oberflächlichen Comic, Machwerk, wie auch immer man das nennen möchte, was mich absolut nicht zu überzeugen wusste. Ich zeige euch mal ein bisschen was aus dem Inhalt. Das sieht dann beispielsweise so aus. Hier wird das Thema Selbstmord oder Tod beispielsweise thematisiert und dem, was danach kommt. Das Ganze ist allerdings auf eine solch plumpe, billige Art und Weise gemacht worden, dass ich trotz der recht schön anzuschauenden Grafik wirklich die Lust an diesem Werk verloren habe. Also von mir aus ist das Ganze absolut keinerlei Leseempfehlung. Das kann und möchte ich an dieser Stelle nicht anders sagen. Also das war wirklich die Enttäuschung des Monats. Wie gesagt, grafisch von der Aufmachung her wunderschönes Teil, aber absolut unsexy. Und darüber hinaus wurde das Werk auch nicht durch die ganzen vielen unnötigen, wenn auch schönen Nacktszenen nicht gerettet. Also Carmen ist ein Teil, sollte man sich den Kauf wirklich überlegen. Ich denke, diese 35 Euro kann man wirklich sinnvoller ausgeben. So, das war das Negative, was ich endlich vom Stapel haben wollte, weil ich doch über die Maßen enttäuscht war. Ja, als nächstes diesen Monat ist endlich der zweite Teil von Prinz Gigaherz bei mir eingetroffen. Wir haben hier wieder eine gewohnt schöne Aufmachung in diesem, ja, metallischen Glitzerdesign, was wir auch schon beim ersten Teil hatten. Und ich kann euch nur sagen, es ist zwar ein sehr, sehr dünnes Hardcover-Büchlein, das ist noch etwas dünner als sein Vorgänger, aber storytechnisch knüpfen wir beim Vorgänger absolut an. Auch grafisch ist alles beim Alten geblieben, auch schriftstellerisch. Also wir haben hier wirklich eine grundsolide Arbeit von dem Lukas Kummer vor uns, die wirklich sehr, sehr lesenswert ist, sehr tolle Kurzweil bietet. Und das ist einfach ein schöner, empfehlenswerter Band, den ihr euch beruhigt kaufen könnt. Und wer schon Spaß beim ersten Teil gehabt hat, der ist bei Prinz Gigaherz Night of Love, dem zweiten Teil, absolut gut beraten.
Als drittes im Bunde ist bei mir eingetroffen Why the Last Man, der zweite Teil in der Panini Deluxe Ausgabe. Wie gewohnt eine richtig tolle Hardcover Ausgabe in dem typischen Panini Deluxe Format und wir haben hier auf dem Cover, wie schon beim ersten Teil, ein Zitat von dem guten Stephen King, die beste Graphic Novel, die ich je gelesen habe. Da kann ich dem Stephen King nur absolut recht geben. Vom rein schriftstellerischen her, von der Story-Idee, von der Schreibweise ist das ein absolut großartiges, wirklich zu empfehlendes Werk. Grafisch haut mich Why the Last Man absolut nicht aus den Schuhen. Kann man nicht anders sagen, weil wir haben hier diese typische amerikanische, relativ nichtssagende Grafik mit relativ starren Charakteren, die mich absolut nicht flasht. Aber wie gesagt, die Story ist nach wie vor absolut großartig, schlägt einen wirklich in den Bann, lässt einen wirklich von der ersten bis zur letzten Minute durchlesen, flasht einen wirklich sehr und von daher ist Why the Last Man natürlich eine Empfehlung. Wer auf diese Art von Grafik steht, dem sei das gegönnt. Nur für mich ist das grafisch unterdurchschnittlich. Das ist wirklich der typische amerikanische, nichtssagende Einheitsbrei. Aber wie gesagt, Story von Why the Last Man, wirklich großartig, sehr, sehr, sehr lesens- und auch empfehlenswert. Dann habe ich doch mal wieder etwas Glück gehabt. Und zwar habe ich eine Ausgabe zu relativ portemonnaie-schonenden Preisen bekommen. Und zwar geht es hier um die großartige Vampire-Boy-Ausgabe aus dem Crosskult-Verlag. Das hier ist eine limitierte Ausgabe, schön Hardcover gebunden, dieser fette Prügel. Der liegt normalerweise bei um die 50 Euro. Ich habe dafür in dem Fall deutlich weniger bezahlt und bin wirklich extremst glücklich über diesen Schatz. Ich habe das Ganze schon mal etwas angelesen über diesen wiedergeborenen Vampirjungen und ich kann euch nur sagen, sowohl vom Text her, von der schriftstellerischen Leistung, als auch grafisch haben wir ein ganz, ganz überragendes, toll geschrieben und toll gezeichnetes Werk vor uns, was wirklich in keiner Sammlung fehlen sollte. Und wenn wir uns das Cover dieser Ausgabe angucken, denkt man schnell, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Kinder- und Jugendliteratur, Comic, wie auch immer, was wir hier vor uns haben. Dem ist aber mitnichten so. Also Vampire Boy ist keine Sache, die ich irgendwelchen Kindern beispielsweise empfehlen würde, weil es hier teilweise doch wirklich sehr explizit, sehr hart zur Sache geht, sowohl körperlich als auch ja auf sexueller Art und Weise. Und das ist schon eine ganz, ganz fantastische Sache. Allerdings deutlich eine Erwachsenenliteratur, die ich wirklich für Menschen ab 16 irgendwo empfehlen würde. Und von mir eine ganz klare Empfehlung, kauft euch Vampire Boy. Das hier ist wirklich ganz großes Kino, toll gezeichnet, toll geschrieben. Das macht wirklich großen Spaß, sollte in keiner Sammlung fehlen, falls ihr noch an das Teil drankommt. Ja, als nächstes haben wir einen Autoren oder Zeichner, besser gesagt, den ich im Moment so ein bisschen für mich entdecke, den ich wirklich sehr zu schätzen lerne gerade, nicht nur aufgrund seiner besonderen Art und Weise des Schaffens, sondern auch ja aufgrund seiner Themen, die er anfasst. Also wir sind hier bei dem guten Thomas Ott und für mich ist das mittlerweile ein ganz besonderer Künstler. Alles, was er uns da bietet, sind wortlose Geschichten und ihr kennt mein Verhältnis zu wortlosen Comics, das ist etwas gespalten, weil ich finde, da gibt es auf dem Markt nur weniges, was wirklich aussagekräftig ist und Thomas Ott hat mich da wirklich eines Besseren belehrt. Also das, was er hier schafft, ist wirklich haarsträubend, das ist gruselig, das geht unter die Haut, weil sein Schwerpunkt ist immer so ein bisschen auf das Genre Horror, ja, Übersinnliches und so weiter gelegt. Und das, was er hier darbietet,
ist eine ganz große Sache. Also The Number würde ich euch wirklich ganz dringend ans Herz legen. Wir haben hier ein recht kleines, schönes Hardcover-Format, was wirklich an den Seiten Leinen gebunden ist. Also von der reinen Aufmachung her ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und er arbeitet wie im Rest seines Werkes auch mit seiner typischen Schabkartontechnik. Schabkartontechnik für die Leute, die es nicht wissen. Das ist eine spezielle Kartonage, die ist entsprechend schwarz beschichtet und der Künstler kratzt mit verschiedensten Gegenständen, wie beispielsweise Nadeln, Cuttermessern etc. Die Grafik, die eigentliche Grafik aus diesen Kartons frei. Und das ist ein extremst langwieriger Prozess, den der Thomas Ott wirklich zur Perfektion gebracht hat. Und das ist wirklich grafisch gnadenlos gut. Und in dem Fall von The Number, das ist eine komplette lange Einzelgeschichte, die wir hier vor uns haben. Auch ein wirklich sehr, sehr gruseliges, sehr unheimliches, sehr überraschendes, cooles Werk, was man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte. Also mir hat das wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Hat mir wirklich die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Das war was wirklich ganz, ganz Fantastisches. Weil wir haben hier, um das ganz, ganz kurz anzureißen, weil wie gesagt, es ist eine wortlose Geschichte. Wir haben hier einen Henker, der in einem Gefängnis arbeitet und der findet bei seiner letzten Hinrichtung, bei seinem Opfer, das hat eine Nummer in der Hand. Und ja, die Nummer, die ist auf einen merkwürdigen Zettel gekritzelt und diesen Zettel nimmt er mit nach Hause. Und im Laufe der Geschichte stellt er fest, dass bestimmte Zahlen, die auf diesem Zettel vermerkt sind, eine gewisse Bedeutung haben, die ihm anfänglich erst einmal Glück bringen. Und was sich daraus entwickelt, das ist wirklich eine haarsträubende, geniale Story. Kann ich nur wärmstens empfehlen, kauft euch die Sachen von dem Thomas Ott. Das ist immer wirklich eine Erfahrung, die man nicht missen sollte. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Ja, als nächstes habe ich einen Künstler und Autoren für mich entdeckt, von dem ich bislang überhaupt nichts wusste. Und das ist ja eigentlich immer so eine schöne Sache, wenn man mal zwischendurch über Personen, Autoren, Künstler stolpert, mit denen man bis jetzt überhaupt gar keine Berührung hatte. Und zwar geht es in diesem Fall um den Matthias Gnehm. Das ist ein Autor, Kunstschaffender, Architekt, der in Zürich ansässig ist und der schafft wirklich großartige, fantastische Kunst. Das, was ich jetzt hier in der Hand habe, das Werk Salzhunger, das ist in der Edition Moderne erschienen, diesmal als großformatiges Taschenbuch. Wir haben hier auch schöne geschwärzte Buchseiten. Ganz, ganz großes, aktuelles Werk. Also ich war wirklich sehr, sehr geflasht. Also von der Story her geht es hier um die Machenschaften von großen Rohstoffkonzernen. Und wir haben hier eine Gruppe von Menschen, die versuchen auf mehr oder weniger journalistische Art und Weise diese Machenschaften aufzudecken. Und dabei führt ihre Reise von Zürich bis nach Lagos. Und diese unfassbaren Verwicklungen, die hier geschaffen werden, die hier stattfinden, sind erstens wirklich sehr, sehr gut recherchiert, sind sehr nah an der Realität. Und wir haben hier einen Krimi vor uns, der einen wirklich die Nägel abkauen lässt, weil wir haben hier eine Story von Verrat, von Korruption, von schwersten Umweltverbrechen und so weiter. Auch Korruption aus teilweise den eigenen Reihen. Also das ist wirklich eine Sache, bei denen man sich die Nägel abkaut. Das ist höchst intelligent geschrieben. Es ist ganz, ganz toll grafisch umgesetzt. Und also den Matthias Gnehm kann ich wirklich nur jedem von euch wirklich ans Herz legen. Hier seht ihr einfach mal so ein paar Sachen, wie das im Innenbereich aussieht. Bei dieser Sache Salzhunger, die ich auch gerade in der Hand habe, geht der Matthias Gnehm zudem nochmal komplett andere Wege grafisch, weil normalerweise ist er teilweise etwas poppig unterwegs, also sehr, sehr präzise in den Zeichnungen. Und hier sieht das Ganze mehr so aus, als wäre es teilweise schnell dahin geworfen mit
Ja, mit Buntstiften, mit Aquarell und das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Mischung, die wirklich sehr, sehr auch zur Story passt. Und was ich sehr schön finde, hier ist eine Sache, hier hat jemand einen Siegellack auf ein Gefäß aufgetragen und stempelt das und der Stempel, der in das Siegellack reingedrückt wird, der heißt Erzfeind. Ich möchte so einen Stempel bitte auch unbedingt in meiner Sammlung haben. Vielleicht lasse ich mir das noch anfertigen für gewisse Personen. Also von daher, also hier sind teilweise auch recht nette Seitenhiebe und spannende Elemente untergebracht. Also grafisch sowieso ganz, ganz großartig, toll gezeichnete Charaktere. Da hat der Matthias Gnehm sowieso immer eine recht spezielle Art, Menschen und so weiter zu zeichnen. Also die sind nicht unbedingt schön, die sind eckig, die sind kantig, die sind teilweise etwas überzogen, teilweise bis ins Grotesk gezeichnet. Und ich kann euch nur sagen, also Salzhunger ist wirklich eine äußerst geniale Empfehlung. Das ist lesenswert, das ist sehenswert. Großes Kino, was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat diesen Monat. Ja, und da ich von Salzhunger so unglaublich begeistert war, habe ich natürlich noch so ein bisschen nachgeforscht, was der Matthias Gnehm sonst noch gemacht hat. Und da gibt es tatsächlich einiges. Und ich habe mal so drei der Sachen oder zwei der Sachen, die wirklich extremst genial sind, noch einmal rausgesucht. Und zwar haben wir hier den Zweiteiler Tod eines Bankiers. Und da muss ich sagen, das ist ein Krimi, von dem ich extremst überrascht war, der einem wirklich die Schuhe ausgezogen hat, der wirklich ja, in den Tod über das Leben hinaus noch gewisse Überraschungen bereithält. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Und man merkt einfach, der Matthias Gnehm, der arbeitet so unheimlich präzise. Also über die Sachen, über die er schreibt, damit kennt er sich auch aus. Ne? Wir haben hier bei Tod eines Bankiers, das hier ist der erste Teil. Wir haben hier in dem Fall auch aus der Edition Moderne wieder ein schönes, ein großes Albenformat, ein tolles Hardcover haben wir hier. Hier haben wir wirklich einen Bankenkrimi, der in Zürich spielt. Und das ist wirklich ein großartiges, überraschendes Werk. Kann ich euch nur sagen, was ich so nicht erwartet hätte. Teilweise erinnert mich das künstlerisch so ein bisschen an das Schaffen von dem Jacques de Lustal beispielsweise, von der Story her, aber etwas, ja, etwas anders geschrieben. Das heißt, wir haben hier zwar einen beinharten Bankenkrimi vor uns, der wirklich ja selbst mit dem Tod von Menschen noch Geschäfte macht in Form von speziellen Aktien. Das werde ich jetzt nicht spoilern. Aber trotz allem ist das Ganze so frisch, fast etwas ätherisch geschrieben, dass man wirklich Spaß und Lust beim Lesen hat. Und das ist wirklich eine ganz große Kunst. Also diese Sache Tod eines Bankiers hat mich total geflasht, sowohl auf künstlerischer Ebene als auch auf schriftstellerischer Ebene, was ich bei dem Matthias auch immer sehr, sehr schön finde, weil der ist ausgebildeter Architekt, dass er auch diese ganzen architektonischen Sachen in seinen Zeichnungen immer mit einfließen lässt. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Nummer, die er hier abreißt. Also der ist auch mittlerweile mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, der gute Matthias Gnehm. Und das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß. Was mir auch sehr gefallen hat, was ich am Ende dieses ersten Bandes sehr überraschend fand, war nochmal ein spezieller Textteil, weil wir haben hier, wie gesagt, einen entsprechenden Wirtschafts- oder Bankenkrimi vor uns, also eines sehr speziellen Bankenkrimis. Und am Ende des ersten Bandes haben wir hier nochmal eine Akte. Und zwar geht es hier um die Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Und allein wegen diesem Bonusteil macht dieser Band schon unfassbar viel Spaß. Also hier wird nochmal auf spezielle Personen, auf spezielle Gebäude, auf spezielle Verflechtungen in den Untersuchungen eingegangen. Und das ist eine solch großartige Sache. Vor allen Dingen, weil der Matthias Gnehm das so cool geschrieben hat, dass er sein eigenes Werk
nochmal in die Untersuchung mit einbezogen hat, weil sein eigenes Werk spielt in diesem Krimi auch nochmal eine Rolle, quasi ein Werk in einem Werk, und das ist total toll, weil das wird hier nämlich nochmal bei der Untersuchung der Staatsanwaltschaft genannt, neben zwei, drei anderen Sachen, und das finde ich total clever. Also das hier ist der erste Teil, der sowohl grafisch als auch textlich wunderschön gestaltet ist. Und hier haben wir noch mal ein paar Eindrücke aus dem zweiten Teil von Tod eines Bankiers. Auch eine schöne Unterschrift. Der Tod ist gratis. Was nicht ganz stimmt, das werdet ihr beim Lesen sehen. Also das ist wirklich eine ganz spannende, ganz tolle, sehr überraschende Sache. Also der Matthias Gnehm hat mich wirklich für sich eingenommen. Also das ist große Kunst, das macht wirklich, wirklich ganz, ganz großen Spaß. Ne? Und hier im hinteren Teil des zweiten Bandes haben wir nochmal einen kurzen Überblick. Und zwar geht es hier um die Metropole des 21. Jahrhunderts. Das war mal so ein Bauprojekt, was in Zürich tatsächlich angedacht war. Und das ist hier hinten nochmal in Skizzen vorgestellt worden, und von daher Tod eines Bankiers von Matthias Gnehm, wirklich ganz, ganz dicke, dicke Empfehlung. Das macht Spaß, das ist was Neues, Erfrischendes, und kauft euch die Teile, weil die sind einfach zu sehr unter dem Radar gelaufen. Ja, das dritte Werk im Bunde von dem Matthias Gnehm und diesmal aber in der Zusammenarbeit mit dem Francis Rivolta geschrieben, ist das Rätsel in Weiß. Das ist eine Sache, die ist von der Neuen Züricher Zeitung herausgegeben worden. Wir haben hier ein schönes Albumformat, was diesmal komplett in ganzes Leinen gebunden ist. Also wir haben ja auch eine sehr edle Aufmachung. Wir haben ja auch ein geprägtes Titelbild hier drauf. Also das Ganze ist allein schon von der Aufmachung her sehr, sehr schön aufgemacht worden. Wie gesagt, wir haben hier ganz Leinen ohne unnötige Beschriftungen. Und hier geht es um eine Art ganz, ganz speziellen Kunstdiebstahl. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dieses Werk kommt allein von den Farben her so luftig, so ätherisch rüber. Und hier zeigt sich dieses ganze architektonische Können von dem Matthias Gnehm auch nochmal. Und das macht wirklich Spaß. Also man macht diesen Band auf und man kann ja atmen, würde ich fast sagen. Ne? So luftig, leicht, so toll sind diese Sachen umgesetzt worden. Und das Ganze wird zudem durch eine Story unterstützt, die wirklich so über die Maßen, ja, überraschend ist, merkwürdig und skurril ist. Also ich kann euch sagen, dieser Band, das ist wirklich der totale Oberknaller. Ich kann euch den wirklich nur allerwärmstens empfehlen, weil das ist eine Art von Kunstraub, wie ihr sie weder in Kunst, Literatur, Film bisher je gesehen habt. Also allein die Idee in diesem Band und die künstlerische Umsetzung ist wirklich ganz großes Kino, und das ist ein Teil, das sollte wirklich in keiner Sammlung fehlen. Also Rätsel in Weiß von Matthias Gnehm ist wirklich ebenfalls eine höchst, höchst schöne Empfehlung. Ja, wir haben hier wieder einen speziellen Bonusteil, der auch wichtig ist, der allerdings sehr, sehr viel mit Text arbeitet, aber noch sehr zum Verständnis des Bandes beiträgt. Und ich kann euch nur sagen, Rätsel in Weiß von Matthias Gnehm, wirklich eine fette Überraschung, ein absolut lohnenswertes Bändchen, wie ich das nochmal nennen möchte, und kauft euch das Teil, das ist der totale Wahnsinn. Ja, als nächstes, was der Reverend sich gegönnt hat, das ist mal wieder eine Sache von dem Kai Meyer in Zusammenarbeit mit dem Jurek Malotke, und zwar ist im Splitter Verlag der Band Phantasmen erschienen. So, und und dieses Teil kostet, da muss ich jetzt wirklich nachgucken, das ist 35 Euro kostet dieses Teil. Dazu gibt es noch eine Vorzugsausgabe, die, glaube ich, etwas über 10 Euro sogar teurer ist. Vom Seitenumfang her, aber genauso wie diese Ausgabe ausfällt, enthält nur einen signierten Druck von dem Kai Meyer und dem Jurek Malotke.
Und ich muss ganz klar sagen, ich hatte ja von dem Malotke Das Fleisch der Vielen gelesen. Ich war auch sehr von der Kunst von Jurek Malotke angetan. Und ich bin auch von der Kunst und vom Inhalt von Phantasmen extremst angetan. Also das ist wirklich eine ganz großartige Story. Das ist wirklich ein wunderschönes Artwork, an das man sich zunächst mal etwas gewöhnen muss, weil man erwartet von der reinen Storybeschreibung in diesem Band wirklich etwas sehr, sehr Düsteres. Und ich finde, der Jurek Malotke hat das sehr toll umgesetzt. Auch hier haben wir teilweise sehr leichte, sehr pastellige Farben, die aber im weiteren Verlauf des Bandes umschwenken. Das heißt, wir haben hier keine hart oder präzise gezeichneten Charaktere. Wir haben hier wirklich ja, so eine Aquarellarbeit beispielsweise vor uns, die wirklich sehr speziell umgesetzt ist. Ich denke, das ist auch wirklich nur für einen speziellen Menschenschlag irgendwie akzeptabel, diese Art von Kunst. Aber ich finde das total großartig. So, und jetzt denkt ihr, Kerl, der Reverend, der ist doch immer so geil auf Vorzugsausgaben und schön gestaltete Bände. Wieso hat er sich denn nicht die Vorzugsausgabe geholt, die auch immer noch zu bekommen ist? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe mir die aus einem bestimmten Grund nicht geholt, weil ich war zwar total heiß auf diese Story, wollte das unbedingt lesen. Den Band habe ich mir ja auch tatsächlich geholt. Aber ich habe vorab mir natürlich schon im Netz ein paar Bilder zu diesem Band angeguckt. Und das, was mich da total abgestoßen hat, ist das Lettering, was wir in diesem Band haben. Weil das Lettering ist unfassbar schlecht. Und das hat fast sogar dazu geführt, dass ich mir diesen Band gar nicht geholt hätte. Ne? Weil ich habe noch nie so einen Müll gesehen, was hier ein Letterer verbrochen hat. Also ihr seht hier die großartige Kunst, die ist natürlich Geschmackssache. Aber wenn ich mir dann solch ein Lettering angucke, ich halte das jetzt mal in die Kamera. Ne, also das sieht aus, als wenn das irgendwie ein Praktikant mit Word dahin gerotzt hätte, der wirklich vom Lettering im Comic absolut keine Ahnung hat. Weil es ist ja im Endeffekt nicht mal schlimm, dass man die Sachen so umsetzt. Das Problem an der Sache ist einfach nur, das Lettering passt in keiner Art und Weise zum Text, zur dargestellten Kunst. Also das ist einfach total dran vorbei. Und das hat mich so angepisst, dass ich mir zumindest die Vorzugsausgabe nicht geholt habe. Ansonsten, wie gesagt, die Story ist wirklich großartig, das Artwork ist wirklich überragend, wie ich persönlich finde. Wie gesagt, da kann man zu stehen, wie man möchte. Aber das Lettering zerstört im Endeffekt dieses ganze Werk. Und ich weiß nicht, wer das hat durchgehen lassen. Also das ist wirklich eine totale Vollkatastrophe aus meiner Sicht, ne? Weil ich finde, gerade das Lettering, auch wenn ich immer so ein bisschen drauf rumreite, sollte wirklich immer auch zum Rest des Bandes passen, sollte die Kunst und den dargebotenen Plot auch etwas unterstützen. Und das wird hier in keiner Art und Weise geleistet. Ansonsten ein überaus wirklich empfehlenswerter Band, den kann ich nur jedem ans Herz legen. Tolle Story, tolle Grafik, mieses Lettering. Kauft euch das Teil trotzdem. Ja, so, als nächstes ein Band, den ich euch auch schon im letzten Matt-Magazin vorgestellt habe. Auch so eine Sache, um die ich zumindest als Comic schon länger drum herumgetanzt bin, weil zunächst hatte mich das Ganze nicht so angesprochen. Dann hatte ich überlegt, komm her, hol dir vielleicht die Splitter-Diamant-Ausgabe, weil ich mir das Ganze vielleicht eher in Schwarz-Weiß gewünscht hätte. Aber letztendlich bin ich von Metro 2033 auch in der kolorierten Version wirklich extremst begeistert. Also dieser Comic ist wirklich roh, der ist hart, der bietet aber trotz allem einen wirklich großen philosophischen Tiefgang, der ist wirklich lesenswert. Und das, was schön ist, also ich bin ja nicht so der Action- und Geschlachtefreund, und das, was hier an Action und an brutaler Gewalt gezeigt wird, ist wirklich themenbezogen und ist auch wichtig und richtig
und vor allen Dingen auch nachvollziehbar. Also wir haben hier nicht Gewalt um der Gewalt willen, sondern wirklich um die Story zu unterstützen. Also das ist wirklich eine großartige Umsetzung des ersten Romans der Metro-Trilogie 2033 von Dmitri Glukowski. Und ich finde, dieser Band ist äußerst gelungen. Wir haben hier wieder einen extrem fetten Hardcover-Prügel vor uns, der vereint alle vier Bände, die im Splitter Verlag erschienen sind. Diesmal auch mit einem schönen Rundrücken gestaltet, das muss man auch mal erwähnen. Also hier hat Splitter wirklich verlagstechnisch wirklich große Arbeit geleistet und das Ganze macht sehr, sehr viel Spaß. Was man dazu sagen muss, dieser ganze Band ist sehr klassisch gezeichnet. Also wer von euch so ein bisschen in die franco-belgische Richtung geht, wird hier sehr seinen Spaß haben. Das Ganze ist auch zugegebenermaßen sehr textlastig, was auch seinen Sinn macht, weil wir haben bei Metro 2033 haben wir eine äußerst dicke Romanvorlage vor uns und die muss natürlich im Comic auch irgendwo ihren Platz finden und weil der Leser sonst einfach keine Zusammenhänge findet. Und das ist einfach sehr, sehr toll umgesetzt in diesem Band und ich muss ganz klar sagen, das ist eine Story, die regt wirklich sehr zum Nachdenken an, vor allen Dingen gerade wenn man mal das Thema Dystopien, verseuchte Erde nach dem Krieg und das Leben der Menschen danach zugrunde legt, ist das wirklich schon ein haarsträubendes Werk. Und das sollte man wirklich gelesen haben. Also ich finde die Comic-Umsetzung einfach großartig, sowohl grafisch als auch von der Story her ist das wirklich eine äußerst, äußerst fette Empfehlung. Nur ihr müsst halt eben beim Lesen ein sehr dickes Fell haben, das sage ich dazu, weil an der Menschheit an sich wird in diesem Band kein gutes Haar gelassen. Also das ist wirklich eine sehr fatalistische Weltsicht, die uns hier präsentiert wird. Aber ich finde, es ist auch mal eine interessante Facette, die auch mal beleuchtet werden sollte, ne? Ja, ansonsten haben wir in diesem Band natürlich noch einen schönen Bonusteil, der noch etwas aus dem Schaffen der Künstler und des Autoren zeigt. Und ich kann nur sagen, Metro 2033, eine fette, tolle Empfehlung, gerade wer auf Dystopien, düstere Science Fiction und so weiter steht, die doch recht bodenständig angesiedelt ist auf diesem Planeten, der sollte sich dieses Teil zu Gemüte führen. Das ist eine ebenfalls fette Empfehlung. Ja, als nächstes habe ich zwei schöne Sachen in meinem Fundus. Und zwar geht es mal wieder um den Guido Krepax. Ich versuche ja so nach und nach mir die Sachen zu organisieren, die hier in Deutschland erschienen sind von dem guten Guido Krepax. Und das ist nicht so ganz einfach, weil entweder sind die Werke, die separat erschienen sind, über die Maßen teuer oder sie sind nicht zu bekommen oder sie sind nach wie vor indiziert. Und die zwei Sachen, die ich mir von dem Guido jetzt noch unter den Nagel reißen konnte, das ist einmal der Band Julia aus der Edition Rossi Schreiber aus dem Erotiksegment. Und ich muss euch sagen, dieser Band war eine ganz, ganz tolle Überraschung. Wir haben hier so annähernd Albumformat, schön Hardcover gebunden und ich wusste vorher recht wenig über diesen Band, weil die Quellenlage hier in Deutschland, muss ich sagen, ist immer etwas schwierig. Und desto überraschter war ich, als ich diesen Band aufgeschlagen habe, weil hier tritt uns mal ein ganz anderer Guido Krepax entgegen. Wir haben hier das typische Setting aus verträumter Erotik aus interessanter Story, die allerdings etwas bodenständiger ausfällt als in dieser Valentina-Reihe. Und was noch dazu kommt, ich habe für mich persönlich zum ersten Mal einen Guido Krepax gesehen, der in Farbe umgesetzt worden ist. Und auch das war eine ganz spannende Sache, die finde ich wunderschön und toll. Und das ist eine ganz, ganz sehens- und lesenswerte Sache. Wir fangen hier mit den wunderschönen Vorsatzseiten an. Da reite ich ja gerne drauf rum, die an sich schon sehr, sehr schön gezeichnet sind. Wir sehen hier auch übrigens die gute Valentina, die in diesem Band auch nochmal ein recht interessantes Cameo auf die eine oder andere Weise hat. Und
Das an sich ist schon eine spannende, äußerst spannende Sache. Wir beginnen wie bei Schreiber und Leser gewohnt mit einem entsprechend schönen, lesenswerten Vorwort. Das ist wirklich spannend, sollte man auch lesen, weil gerade bei dem Krepax ist das immer interessant, so ein bisschen historischen Background zu bekommen. Ansonsten vom Artwork her kann ich nur vorab sagen, also wir haben hier teilweise wirklich erotische Szenen, die sind aber wirklich sehr, sehr ästhetisch und zeigen im Prinzip nichts übermäßig Explizites oder aus der Reihe Fallenden. Von daher ist das wirklich ein sehr schöner Band, den man wirklich extremst genießen kann. Und bei dem Guido Krepax muss man wirklich sagen, alles, was der so in Szene setzt, was der entworfen und gezeichnet hat, das sind Sachen, die hätten auch als Entwürfe beispielsweise in irgendwelchen Modezeitschriften stehen können. Und das ist wirklich äußerst spannend, das ist höchst kreativ und gerade in Farbe macht das Ganze wirklich so unendlich viel Spaß und zeigt zumindest mir persönlich mal eine ganz neue Seite von Krepax, die mich wirklich sehr geflasht und berührt hat. Und also Julia ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung, sowohl von der Story als auch vom fantastisch kolorierten Artwork her. Das macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Hier vorne sehen wir beispielsweise auch nochmal die gute Valentina, diesmal mal in Farbe, was ja auch ein Genuss für uns Sammler ist. Und ich kann nur sagen, das macht ganz, ganz großen Spaß. Hier haben wir sie auch nochmal in ihrem Job als Fotografin beispielsweise. Und ich kann nur sagen, Julia Guido Krepax aus der Edition Rossi Schreiber. Ganz große Empfehlung, war wirklich ein sehr überraschender Band. Ja, als nächstes von den Guido Krepax habe ich mir noch den Mann aus Harlem besorgt. Dieses Teil hat auch ungefähr Albumgröße, ist bei Taschen erschienen. Allerdings leider nicht als Hardcover. Dieses Teil gibt es nur als Klappbroschur, die auch relativ gut verarbeitet ist. Allerdings haben wir wirklich nur ein sehr, sehr dünnes Werk vor uns. Und man muss dazu sagen, der Mann aus Harlem von Guido Krepax geht mal in eine ganz andere Richtung. Also wir haben hier diesmal nicht die Themen der Fantastik oder der Erotik. Das sind Sachen, die komplett ausgeklammert werden, weil man schlägt diesen Band auf und man sucht als erstes, ja, so, wo sind die nackten Mädels? Wo kann ich mich an diesen wunderschönen Zeichnungen ergötzen? Aber in dem Mann aus Harlem geht es um das Thema Musik, musikalische Entwicklung in unserer Neuzeit und das thematisiert mal etwas ganz anderes. Das heißt, wir werden hier nackte Haut werden wir hier eigentlich vergeblich suchen und wir haben hier trotzdem einen außergewöhnlich schön geschriebenen, schön gezeichneten Band vor uns, der wirklich sehr, sehr nachdenklich macht, der wirklich auch ein wunderschönes Werk für Musikliebhaber darstellt. Also ich kann den Mann aus Harlem wirklich sehr empfehlen. Also wenn man mal diesen anfänglichen Schock überwunden hat, dass man hier keine nackten Körper, keine Erotik-Szenen drin findet, bis auf diese eine hier unten, also das ist wirklich das Höchste der Gefühle, dann hat man hier einen wirklich außergewöhnlichen Band in Händen, den ich auch ebenfalls nur wärmstens empfehlen kann, weil das, also was mich generell, das möchte ich noch einfließen lassen, auch wenn es nur eine kurze Monatsübersicht ist, was mich wirklich am deutschen Markt stört, ist, dass dieses Werk von dem Guido Krepax so unfassbar zerstückelt worden ist. Weil wir haben zwar diese drei Bände aus dem Avant Verlag, da muss ich leider nochmal sagen, die sind in einer absolut gruseligen Reihenfolge sind hier erschienen. Das geht überhaupt nicht, das ist völlig zusammenhanglos. Die sind aus einem Gesamtkontext sind die rausgerissen worden und diese Valentina-Reihe wird in Deutschland laut dem Avant Verlag auch nicht weiter fortgesetzt. So, und um euch das mal zu zeigen, wie viel es von Valentina gibt, das ist wirklich eine Menge. Ich versuche das jetzt einfach mal in die Kamera zu halten. Also, wir haben, ich habe mal so eine Liste zusammengestellt. So, das ist Blatt 1, also nur Valentina-Stories. Es geht jetzt wirklich nur um Valentina. Das ist Blatt 2,
Ebenfalls nur Stories von Valentina. Das ist Blatt 3. Bis hier oben hin auch nur Valentina-Stories. Und das ist wirklich eine ganz, ganz traurige, heftige Sache, dass man das hier in Deutschland nicht mal in einen Gesamtzusammenhang gebracht hat. Weil ihr seht, das, was hier beispielsweise gelb markiert worden ist, das zeigt die Stories, die in dem Sammelband Valentina bei Avant zusammengefasst worden sind. Das heißt, alles, was gelb ist. Hier auf der nächsten Seite haben wir noch eine Story. Ihr seht, wie weit das aus dem Zusammenhang gerissen worden ist. Dann Valentina Underground habe ich hier mal blau markiert. Ebenfalls total aus der Reihenfolge, aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann haben wir das, was grün markiert ist. Haben wir noch mal My Funny Valentine, ebenfalls bei Avant erschienen. Ebenfalls total aus dem Zusammenhang gerissen. Und das finde ich total schade. Ja, daneben gibt es natürlich noch verschiedene kleinere Ausgaben, beispielsweise Valentina in Nadelstreifen. Das wäre das, was hier pink markiert ist. Und ihr seht, wie viele Stories von Valentina noch dazwischen liegen. Also zwischen der Avant in Avant veröffentlichten Sachen und Valentina in Nadelstreifen. Das ist so eine enorme Liste an Geschichten, die dazwischen liegt. Wie gesagt, es ist total aus dem Zusammenhang gerissen und das finde ich in Deutschland absolut scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und irgendwie nimmt sich keiner des Werkes von Guido Krepax an. Da muss man wirklich auf die englisch- oder französischsprachigen Gesamtausgaben zurückgreifen. In England, in Frankreich liegen die kompletten Krepax-Werke, also die kompletten, sowohl Valentina als auch seine zahlreichen anderen, komplett gebündelt vor. Allerdings in Deutschland ist da absolut nichts in Sicht. Ne? Und wir haben ja auch noch etliche Sachen, die jetzt beispielsweise immer noch auf dem Index stehen. Also wir haben hier beispielsweise das Werk Emmanuel. Ihr kennt diese kleinen Soft-Erotik-Filmchen, die nachts auf RTL 2 gelaufen sind. Es ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie gefährdend wäre in irgendeiner Art und Weise. Und dieser Titel, der wurde 1982 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Geschriften indiziert und 2007, das muss man sich mal reinziehen, noch einmal folgeindiziert. Und wir reden hier gerade mal von Emmanuel. Also das ist ein totaler Witz. Ne? Ansonsten haben wir hier beispielsweise Hello Anita. Dem Band gibt es auch ein ganz fantastischer Band, was ich bis jetzt grafisch sehen konnte und durfte. Ebenfalls 83 indiziert worden. Die Indizierung wurde allerdings 2008 aufgehoben und wenn ihr Glück habt, findet ihr den Band Hello Anita beispielsweise noch. Und ja, dann haben wir noch, um ein weiteres Beispiel noch zu nennen, den Band Justine. Da geht es allerdings wirklich sehr, sehr explizit zur Sache. Da haben wir wirklich sehr, sehr sadomasochistische Inhalte und das ist ein Band, der auch nach wie vor auf dem Index steht. Also ihr seht, wir haben hier allein die anderen Werke außerhalb des Valentina-Kosmos noch eine riesige Liste von dem Guido Krepax und die sind halt eben sträflicherweise alle nicht in Deutschland veröffentlicht worden. Das finde ich ja bedauerlich. Gut, Thema Krepax ist für mich jetzt abgehakt. Als nächstes bin ich auf einen Künstler gestoßen, wo ich mich auch frage, Kerl, wieso kannte ich den vorher nicht? Ne? Ein Wahnsinn. Ne? Und zwar geht es um den guten Gippi. Wir befinden uns mit dem Künstler Gippi diesmal in Italien. Und der Gippi, ich habe mir mal verschiedene Dokumentationen mit ihm angeguckt, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Künstler. Das kann ich euch nur ganz klar sagen, weil dieser Mann, der arbeitet so besessen und mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe. Also wenn ihr mal seht, wie der Gippi seine Kunstwerke schafft, das haut einen wirklich aus den Schuhen. Also der arbeitet beispielsweise mit speziellen Aquarelltechniken, die er auf einen entsprechenden Karton oder Künstlerpapiere, Aquarellpapiere aufträgt. Dann entwirft er noch spezielle Grafiken auf verschiedene Folien, die er dann über diese aquarelligen Sachen legt und so weiter und so fort. Allein von der Technik, vom Arbeitsaufwand ist das wirklich eine grandiose Sache, die da geboten wird. Und der Gippi, der schreibt wirklich immer
sehr feine, schriftstellerisch, ganz, ganz tolle, ausgefeilte, ganz berührende Geschichten, die einem wirklich ans Herz gehen. Die sind manchmal unheimlich, manchmal sind sie zum Lachen komisch, manchmal unglaublich philosophisch und tiefsinnig. Also das Werk von Gipi kann ich euch nur allerwärmstens ans Herz legen. Und ich bin sehr froh, dass ich hier eins seiner Erstlingswerke, zumindest das, was in Deutschland erschienen ist, bekommen habe. Und zwar geht es hier um Nachtaufnahmen. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Die ist damals im Avant Verlag erschienen und selbst dieses Frühwerk zeigt schon sein unglaubliches Repertoire, seine unglaublichen Schaffensmöglichkeiten, seine Ideen. Das ist was ganz Großartiges. Und das Schöne an diesem Band ist ganz einfach, das ist allein schon vom Einband, wir haben ja ausnahmsweise mal ein Softcover, das ist schon auf ein etwas gröberes Aquarellpapier gedruckt. Und das gibt so ein bisschen diese Lebens- und Schaffenswelt von dem Gipi wieder. Und das finde ich einfach eine ganz schöne Idee. Wie gesagt, Nachtaufnahmen ist ein Kurzgeschichtenband. Ich finde auch ein äußerst persönlicher Band, in dem Gipi in der Einleitung sehr, sehr viel über sein Schaffen beispielsweise erzählt. Das hat mir persönlich sehr viel Freude gemacht, hat mir sehr viel zum Hintergrund erläutert und ich finde das einfach ganz großartig. Er arbeitet in diesem Band zudem überwiegend mit sehr düsteren Blau, Schwarz, Weiß und Grautönen. Und trotzdem es verschiedene Kurzgeschichten sind, wirkt dadurch dieser ganze Band wie aus einem Guss. Und das ist wirklich äußerst, äußerst großartig, ne? Also ihr seht hier diese ganzen aquarellierten Sachen. Dazu kommen dann natürlich diese ja, sketchartigen, fast hingekritzelten Zeichnungen. Und das ist wirklich so großartig, diese Kombination aus diesen verschiedenen Sachen und seine ganzen Storys, die wirken so unfassbar tief und lebendig und also man kriegt einen unglaublich guten Bezug zu dem Werk von dem Gipi und das ist wirklich ein sehr, sehr intensiver Kunstschaffender und ich kann nur sagen, dieses Erstlingswerk hat mich total aus den Schuhen gehauen, hat mir äußerst viel Freude bereitet. Und wenn ihr an den Titel Nachtaufnahmen aus dem Avant Verlag noch herankommen solltet, das ist nicht ganz so einfach, dann schlagt erbarmungslos zu, kauft euch dieses Teil und ihr werdet es absolut nicht bereuen, weil wir haben hier wirklich großartigste Kunst vor uns, schön geschriebene Texte, mit denen man sich auch äußerst gut beschäftigen kann. Also das macht wirklich Spaß. Zudem ist das Ganze auch wirklich sehr, sehr dickes, sehr wertiges Papier gedruckt und Nachtaufnahmen eine ganz, ganz große Empfehlung. Ja, dann ein etwas aktuelleres Werk von dem Gipi. Und das zweite im Bunde, was ich mir diesen Monat gegönnt habe, das ist ebenfalls im Avant Verlag erschienen, von Gipi, eine Geschichte. Und wir haben hier wirklich eine, ja, unglaublich spannende, sehr, sehr, sehr neu, sehr frisch konstruierte, Geschichte, die wirklich, verschiedenste Momentaufnahmen im Leben einer Person miteinander verwebt. Also wir haben hier wirklich jemanden, der in der Psychiatrie gelandet ist, der ein Kriegstagebuch seines Verwandten entdeckt, dort rumblättert, dort verschiedene Sachen über seine eigene Geschichte, über die Geschichte seiner Familie herausfindet. Und das Ganze hört sich so unfassbar trocken und depressiv und so weiter an. Ist es an einigen Stellen auch, aber Gipi schafft es trotz allem immer eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Perspektive mit hereinzubringen. Und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Werk. Wie gesagt, diesmal auch in wunderschönen, sehr großformatigen Hardcover. Format im Avant Verlag herausgekommen und das ist wirklich äußerst empfehlenswert. Gipi hat natürlich im Laufe der Jahre seine Zeichentechniken auch etwas verfeinert, überarbeitet und man sieht hier auch wirklich eine ganz, ganz großartige künstlerische
Entwicklung, weil er arbeitet hier wirklich mit verschiedensten Stilen. Er arbeitet nach wie vor mit seiner Aquarelltechnik, lässt dort aber noch andere Elemente wieder mit einfließen und macht das Ganze zu einem äußerst spannenden Sache. Wir haben hier teilweise auch wirklich sehr großformatige Aquarelle, Splashpages, und in denen kann man wirklich einige Minuten verweilen und sich das Ganze angucken und zu Gemüte führen. Und ich kann euch sagen, es ist eine unglaublich dicht erzählte, spannende Geschichte, die einen wirklich von der ersten bis zur letzten Minute fesselt. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Also eine Geschichte von Gippi ist eine ganz, ganz großartige Sache. Hier arbeitet er beispielsweise auch mal mit etwas kleinformatigeren Panels, variiert die Farben immer passend zur Stimmung beispielsweise. Und jeder von euch mit, ja, ich wüsste nicht, mit was ich das vergleichen soll, aber ich sag mal, jeder von euch, der irgendwo auf den Manu Lachsené beispielsweise steht, dem Blast oder Brodex-Bericht oder so in diese Richtung, der ist vom Storytelling, von der Aufmachung her bei Gipi wirklich extremst gut aufgehoben. Also von mir aus ist dieser Band wirklich eine ganz, ganz fette, großartige Empfehlung. Eine Geschichte von Gipi aus dem Avant Verlag, das ist wirklich der totale Wahnsinn. Ja, ein weiteres Werk aus der Edition Moderne. Irgendwie bleibe ich im Moment ganz viel bei der Edition Moderne hängen. Das ist von dem Hendrik Dorgarten, und zwar ist das der Band Slow. Und zwar hat den der Betterlist schon mal vorgestellt, und ich war allein von der Kunst wirklich so geflasht, dass ich mir dieses Teil unbedingt auch noch holen musste. Wir haben hier wirklich ein schönes großformatiges Album vor uns. Das ist auch an der Seite mit rotem Leinen gebunden. Also wirklich allein von der Aufmachung her eine ganz, ganz wertige Sache. In dem Band sind verschiedenste Kurzgeschichten zusammengefasst. Und diese Kurzgeschichten, die sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr abstrakt, bieten aber wirklich einen guten Überblick über ja, verschiedenste Schaffensphasen von dem Hendrik Dorgarten beispielsweise, und thematisieren ganz, ganz spannende gesellschaftliche Geschichten, möchte ich das mal nennen. Ja. Toll gezeichnete Vorsatzseiten. Das flasht einen schon beim Aufschlagen des Werkes. Das ist wirklich ganz großartig. Ich stehe ja auf solchen massiven Farbeinsatz, auf so eine merkwürdige Art von Kunst, die hier dargeboten wird. Und das Ganze setzt sich auch im Inhalt fort. Also wirklich, das Ganze ist äußerst abstrakt gezeichnet, auf einem ganz neuen Level. Und das macht einfach ganz, ganz, ganz großen Spaß, das visuell erleben zu dürfen, aber auch in Unterstützung mit dem recht schmalen Textrepertoire, was hier geboten wird, ist das wirklich eine großartige, vor allem sehenswerte Sache. Und textlich natürlich auch, da kann man drüber streiten, aber wie gesagt, vom visuellen her sollte dieser Band wirklich in keiner Sammlung fehlen. Edition Moderne Slow von dem Hendrik Dorgarten ist ein absoluter Kracher. Das Ganze hat auch noch ein Nachwort von der Deborah Eisenberg erhalten. Sollte man lesen, setzt den Band nochmal in einen ganz besonderen Kontext, trägt auch sehr viel zum Verständnis bei. Und ich kann euch nur sagen, also ist wirklich ein sehr, sehr großartiges Werk. Also Slow von Henrik Dorgarten kriegt eine fette Empfehlung. Danke, Betterlist, für diese Empfehlung. Das Teil ist irre, das hat Spaß gemacht. Ja, als nächstes haben wir von dem Eau Claire Simon vom Fluss den ersten Sammelband bei Crosskult erschienen, wieder in dieser schönen überformatigen DIN A4 großen Ausgabe. Ist, glaube ich, sogar etwas größer als DIN A4, wie auch immer.
Ganz, ganz große Sache, bin ich auch schon in meinem Matt-Magazin im letzten drauf eingegangen. Ich freue mich tierisch auf den zweiten Band. Der wird jetzt voraussichtlich am 15. diesen Monats erscheinen. Dann haben wir haben hier die ersten drei Geschichten. Im zweiten Band erscheinen dann die nächsten drei. Und im abschließenden dritten Band haben wir dann alle neun Geschichten um Simon vom Fluss versammelt und in einer schönen Ausgabe vorliegen. Ja, wie gesagt, wir haben hier ein absolut tolles, gelungenes Vorwort, was wirklich die Person des Eau Claire, unseres Kunstschaffenden, hier wirklich nochmal ganz detailliert beleuchtet. Ein sehr umfassendes, sehr detailliertes Vorwort, was ich in dieser Art und Weise bei Crosskult nicht erwartet hätte. Das hätte ich eher bei Verlagen wie Carlsen beispielsweise erwartet. Und umso dankbarer war ich, dass das mal in diesem Band auch umgesetzt worden ist. Bei der ersten Story noch ein ganz, ganz klassisches Schwarz-Weiß-Artwork, was ich euch bereits gezeigt habe in meiner Besprechung, was für mich unglaublich berührend umgesetzt worden ist. Wir haben hier wirklich eine äußerst tolle Story, die wirklich in Teilen etwas naiv wirkt, zumindest auf den Hauptcharakter bezogen. Allerdings vom Gesamtzusammenhang her eine Story, die ihresgleichen sucht, die eine Entwicklung durchmacht und in den Folgebänden, so viel kann ich schon mal spoilern, ohne was zu verraten, wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung tendieren wird. Also Simon vom Fluss ist wirklich eine ganz große Empfehlung, ist für mich eine mega Überraschung gewesen und lohnt sich total. Ja, im zweiten Teil des Bandes wird dann auch entsprechend mit Farbe gearbeitet, ist nochmal so ein kleiner Flash für die Augen, aber ich muss ganz klar sagen, das Schwarz-Weiß-Artwork und das farbige Artwork, was hier gebracht wird, ist für mich absolut gleichwertig und ich kann keins von beiden den Vorzug geben. Also Simon vom Fluss ist eine ganz große Empfehlung. Ganz toller Band. Freut euch schon auf die zwei nachfolgenden Gesamtausgaben. Ganz, ganz tolles Teil. Ja, ansonsten war ich ja in Dortmund beim Comic-Schauraum und habe mir die neue Ausstellung Horror im Comic angesehen. Da ist der ja, begleitende Ausstellungsband leider noch nicht erschienen. Der wird hoffentlich jetzt irgendwann Mitte, Ende des Monats bei mir eintreffen, weil auch der Avant Verlag massive Schwierigkeiten hat. Nichtsdestotrotz habe ich mir von dem Alexander Braun, den ich wirklich sehr, sehr schätze, als Comic-Sachverständigen und Experten, habe ich mir noch einen weiteren Ausstellungskatalog besorgt. Und zwar geht es hier um die Pioniere des Comics. Wir haben hier einen wirklich unglaublich fetten Hardcover-Prügel vor uns, der wirklich wunderschön aufgemacht ist, der hier so ein bisschen auf dem Cover schon die Kunst von dem Winsor McCay beispielsweise aufgreift. Und hier werden nur einige wenige Künstler, die wirklich als Pioniere des Comics gelten, thematisiert. Wir haben hier in diesem Band beispielsweise den Winsor McCay, den Lionel Feininger, Charles Frobel, Cliff Sterrett, George Harriman beispielsweise und den Frank King. Das sind diese Leute, die hier als Pioniere des Comics thematisiert werden in diesem Ausstellungskatalog. Und man kann diese Sachen, Ausstellungskatalog ist eigentlich zu wenig. Es ist so eine Art, ja, man kann es fast als ja, Zusammenfassung, Erarbeitung dieses Stoffes sehen. Also hier wird wirklich sehr, sehr ins Detail gegangen. Wer von euch sich für Comicgeschichte interessiert, dem sei dieses Werk wirklich dringend ans Herz gelegt. Also das ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung, ein sehr schöner Überblick über die frühen Kunststile, gerade dieser Sachen, die als Zeitungscomics damals erschienen sind. Und das ist ein Band, der sich absolut lohnt. Also das ist einfach nur eine richtig dicke Schwarte und ihr bekommt hier einfach einen grandiosen Überblick. Jeder, der sich für Winsor McCay, Little Nemo beispielsweise interessiert oder George Harrimans Crazy Cat und solche Sachen, also der ist hier wirklich goldrichtig. Man lernt sehr viel über die Comic-Geschichte und
Das macht sehr, sehr viel Spaß und ich finde, man sollte sich durchaus auch mal etwas mit der Comic-Theorie beschäftigen, weil das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil für mich ist Comic ja keine elitäre Sache, weil Comic ganz einfach die Kunst an sich aus einem elitären Rahmen herausgerissen hat und uns einfachem Volk zugänglich gemacht hat. Und Spaß beiseite, ich finde gerade Comicgeschichte ist wirklich extremst wichtig, sollte man sich mal mit beschäftigen. Außerdem, dieser fette Prügel, der wirklich auch sehr schwer ist, wurde ursprünglich für 35 € wurde der angeboten. Der wird mittlerweile aber für 9,95 € verkauft. Von daher könnt ihr da wirklich bedingungslos zuschlagen. Das Werk nennt sich Pioniere der Comics, eine andere Avantgarde und ist im Hatje Kanz Verlag erschienen. Und das ist wirklich eine Sache, die ist wirklich sehr lohnenswert, weil ich sag mal, für einen dicken Prügel dieser Art für 9,95 € könnt ihr nichts verkehrt machen. Ja, ansonsten hat der liebe Ingo von der Neunten Kunst mich auf ein Werk aufmerksam gemacht, was ich mir sonst nicht geholt hätte, weil ich einfach das Cover so unglaublich scheiße finde. Und zwar haben wir hier ein Werk von dem Hazael González und dem Raulo Cáceres. Das Werk heißt Arn und ist im Dantes Verlag erschienen. Und ich kann euch nur sagen, sowohl grafisch als auch textlich eine ganz, ganz großartige Sache. Wir haben hier ein relativ schmales Bändchen vor uns, eines ja, merkwürdigen Piraten-Fantasy-Comics, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich muss dieses Werk zum Verständnis so ein bisschen einordnen, weil das ist ein relativ dünnes Werk und keiner weiß so richtig, wo das herkommt. Und dazu muss ich sagen, der Hazael González, das ist eigentlich ein Romanschriftsteller und der hat einen relativ fetten Romanzyklus geschrieben, und zwar sind das die Geschichten von der unerzählten Erde. Die sind von 2012 bis 19 sind die veröffentlicht worden. Also wir haben hier sehr fantastische, also von Fantastik in dem Sinne, Romane vor uns, Fantasy Literatur, die aber wirklich ja äußerst äußerst erfolgreich war, leider nie in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und das Werk Arn, was wir jetzt hier im Comic vor uns haben, ist quasi so eine Art Ausschnitt aus diesem Werk, allerdings eigenständig. So, und die Leute, die das gesehen haben, fordern jetzt natürlich mehr, weil wir haben hier eine tolle Story, wir haben ein grandioses Artwork, was ich euch noch mal zeigen werde, und ich kann selber nur darum bitten, bitte, bitte setzt diese Sachen fort, beglückt uns weiter mit dieser fantastischen Kunst, mit dieser fantastischen, sehr skurrilen Welt, die hier geschaffen wird. Und das ist wirklich ganz großes Kino. Also Arn kann ich wie mein Vorgänger-Rezensent, der gute Ingo, nur aller wärmstens empfehlen. Also das ist wirklich eine schön detailliert ausgearbeitete Schwarz-Weiß-Kunst. Finde ich auch übrigens sehr, sehr gut, dass das wirklich schwarz-weiß gemacht worden ist, weil ich bin davon überzeugt, in Farbe hätte mich dieses Werk überhaupt nicht geflasht. Und ihr seht, was hier dargeboten wird, das ist eine ganz große Sache. Das einzige Werk, was so halbwegs in diese Richtung geht, das ist beispielsweise der Flug der Piratenbraut, die ja damals bei Hirnsdorf mit leider nur einem Teil erschienen ist. Die geht ebenfalls in diese Richtung, und ich finde, Arn ist ein äußerst fantastisches Werk. Allein dieses Bild hier, wenn man sich das im Detail mal etwas genauer anguckt, erinnert einen dieses Bild, gerade dieses Bild, was ich hier euch gerade zeige, so ein bisschen an die Kunst von einem Philippe Drouet. Ich denke, bei diesem speziellen Bild,
sind da auch ein paar Anleihen getroffen worden. Und ja, wir haben hier einfach einen ganz, ganz tollen Band. Das Ganze ist auch wie gewohnt vom Dantes Verlag mit einem Glossar versehen worden, was ebenfalls sehr schön ist. Und was ich euch noch zeigen möchte, wir haben ja hier diese unsägliche Koloration. Also wie gesagt, das Cover finde ich persönlich wirklich furchtbar. Und das wäre das Cover nochmal in der geinkten Version ohne Farbe. Hätte ich persönlich als Cover wesentlich schicker gefunden. Vielleicht würden dann auch mehr Leute zugreifen, weil so wäre ich dran vorbeigegangen. Ansonsten, Arn, fette große Empfehlung, Dantes Verlag, kauft euch das Teil, ist was ganz Besonderes. Ja, so, und abschließend habe ich noch zwei fette Prügel, die ich mir endlich gegönnt habe. Und zwar geht es um das großartige Werk von dem Jens Harder. Und das sind zwei Bände. Da bin ich nicht nur aufgrund ihres Preises etwas länger drumherum geschlichen, weil die sind relativ kostspielig. Da liegt ein Band bei schlanken 49 Euro. Und ich bin auch so ein bisschen thematisch drumherum geschlichen. Und zwar, es geht um die bisher beiden erschienenen Bände Alpha und Beta von dem Jens Harder. Ich kann das leider nur kurz hochhalten, weil die sind beide im Carlsen Verlag erschienen. Wir haben hier zwei extremst dicke Hardcover-Prügel. Die haben auch eine entsprechende riesige Größe. Und die haben sich einfach mal, der Jens Harder hat sich einfach mal ein bisschen mit unserer Entstehungsgeschichte auseinandergesetzt. Im ersten Band Alpha Directions wird die Geschichte der Erde oder des Kosmos quasi vom Urknall bis zur Entstehung der Dinosaurier und so weiter ganz detailliert, ganz präzise, wunderschön gezeichnet, umgesetzt und erklärt und zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Weil ich weiß nicht, wie der Jens Harder das gemacht hat, aber 14 Milliarden Jahre zwischen zwei Buchdeckel zu pressen, das ist große Kunst, das hat er geschafft. Und ich kann euch nur sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, deshalb habe ich auch so lange überlegt, weil ich dachte mir wirklich, warum soll ich mir einen Comic holen, der mir noch was über den Urknall, über die Dinosaurier oder sonst irgendeinen Quatsch erzählt. Da habe ich schon tausend Was-ist-was-Bücher drüber gelesen und so. Ich musste das in der Schule durchkauen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen langweiligen Stoff. Und ich kann euch nur sagen, Jens Harder hat mich eines Besseren belehrt. Das ist so großartig umgesetzt, nicht nur zeichnerisch, sondern auch textlich ist das ein totaler Wahnsinn aufgebaut. Ich werde da auch im nächsten Matt-Magazin werde ich diese beiden Bände vorstellen, deshalb einmal nur kurz angerissen. Wir haben hier ganz, ganz tolle detaillierte Zeichnungen. Drucktechnisch ist das unfassbar toll gemacht. Wir haben auch immer auf diesen einzelnen Zeichnungen so einen leichten Metallic-Schimmer, möchte ich das fast nennen. Textlich wird sehr kurz und knapp wird hier immer nur gearbeitet. Das heißt, wir haben hier nur so kleine Texteinlassungen beispielsweise. Und das Schöne an den Bänden ist, hier wird nicht einfach nur dieser trockene Stoff dargeboten, den man aus irgendwelchen Lehrbüchern gewohnt ist beispielsweise, sondern der Jens Harder, der ist so clever vorgegangen, der bietet selbst in der frühen Werdung dieser Welt, ich möchte jetzt nicht Schöpfung sagen, bindet er schon solch modernen Sachen wie beispielsweise hier einen Bagger oder so ein. Oder im Laufe werden beispielsweise irgendwelche Wissenschaftler oder sonst irgendwas oder berühmte Persönlichkeiten selbst in diesem frühen Band schon mit eingebunden. Und zwar als einzelnes Panel- und Comic-Element und das ist wirklich so toll gemacht, vor allen Dingen auch so spirituelle Sachen, die er beispielsweise aus den großen Weltreligionen, die er immer hier mit einblendet, ne? Also das ist wirklich ein sehr cleverer Schachzug, das lockert das Ganze ein bisschen auf, setzt das Ganze in einen total tollen Kontext und ich wusste nicht, dass sequentielle Comic-Art zu solchen Sachen bisher oder überhaupt in der Lage sind. Der zweite Band, Beta Civilizations Volume 1, wie der Name schon sagt, Volume 1, das ist der erste Band. Hier geht es quasi um die Werdung
des Menschen oder der höheren Wirbeltiere und so weiter und so fort. Dieser Band wird fortgesetzt bis ins Altertum. Der Nachfolgeband Beta Civilizations Band 2 wird voraussichtlich zur Buchmesse, das heißt im Herbst dieses Jahres, erscheinen. Ich habe da mit dem Jens Harder einmal drüber gesprochen, der hat mir das bestätigt. Und es wird noch einen vierten, den Abschlussband geben. Und der Abschlussband, der da erscheinen wird, der nennt sich Gamma. Das wird dann Teil 4 sein. Der wird dann aber voraussichtlich erst 2026 erscheinen, weil das ist wirklich ein äußerst, äußerst umfangreiches Werk, was wir hier vor uns haben. Und wenn man sich diese ganze Kunst anguckt, weiß man auch, warum die Schaffung dieser Werke wirklich so lange brauchen, ne? Und hier haben wir beispielsweise ein Werk, wir sind jetzt gerade im Tertiär, das heißt, wir haben die ersten Primaten hier um uns rumlaufen, und hier blendet der Jens Harder beispielsweise schon solche Leute wie den Michael Jackson mit einem Affen im Arm ein. Und das sind alles Sachen, die äußerst spannend sind, die auch wirklich Sinn machen. Also das ist jetzt kein blöder Klamauk oder so, der hier betrieben wird, sondern das macht wirklich schon Sinn und erweitert dieses Werk wirklich um einen enormen Gesamtkontext, der wirklich extremst Spaß macht, der lehrreich ist, ohne mit erhobenem Zeigefinger zu lehren. Und auch das ist eine Sache, die muss man erstmal schaffen. Guckt euch diese Grafik an, also das ist der totale Wahnsinn. Also mich hat das einfach geflasht, ne? Weil das sind Sachen, die kann man in der Kamera auch nicht so besonders gut zeigen, weil, wie gesagt, die sind immer etwas metallisch, sind diese ganzen Sachen. Und das ist eine ganz spezielle Drucktechnik hier, die macht allein optisch schon ganz viel Spaß, ne? Hier haben wir beispielsweise solche Sachen wie der Firestarter von dem Stephen King wird hier beispielsweise eingeblendet. Oder hier werden solche Sachen wie die Atombombe werden hier beispielsweise mit eingeflochten. Und wir sind gerade erstmal beim Kapitel über die Frühgeschichte der Menschheit. Und da zeigt sich wirklich dieses unglaublich clevere Verständnis für unsere Geschichte. Und von daher die beiden Bände Alpha und Beta kann ich nur wärmstens empfehlen. Extremst dicke, extremst schwere, große Prügel, aber Lesebändchen, ne, für die Fraktion ganz, ganz wichtig, extremst empfehlenswert. Und ich muss ganz klar sagen, das ist meine Empfehlung des Monats, Alpha und Beta von dem Jens Harder aus dem Carlsen Verlag. Das hat mich geflasht. Also da kommt so schnell nichts anderes dran. Ja, ansonsten bin ich erstmal durch mit meiner Monatsübersicht. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Tipps und Anregungen erhalten. Und wenn ihr selber noch irgendwas habt, wo ihr sagt, Care Reverend, das musst du dir mal ganz schnell besorgen, bin ich natürlich für all eure Vorschläge offen. Und ja, freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Die Monatsübersicht.